Ich heiße Beate Heinen, ich bin Malerin, ich habe Kunst studiert in der Schweiz und in Köln und ich habe den Auftrag bekommen, das Bild von der Katharina Kaspar zu malen, zu ihrer Heiligsprechung. Diesen roten Rahmen, den habe ich zuallererst gemalt, weil damit schon ein bisschen mehr Wärme und Freude drin ist. Ich möchte gerne ein fröhliches Bild malen, weil also das ist ja wirklich, wenn jemand heilig gesprochen wird, das ist ja keine traurige Angelegenheit, ne? Und darum also auch ein farbiges Bild. Also jetzt nicht, dass hier auf diesen Fotos, das ist alles so ein bisschen trist, ja, so. Das ist ihr Mutterhaus, ne? Da ist sie geboren in diesem Häuschen. Und da in dem Garten stand ein Birnbaum, so, und dann hat der Vater dann schon mal den Birnbaum geschüttelt, als sie reif waren, und sie so in ein Körbchen gelegt und hat gesagt, sie darf das mit den anderen Kindern teilen. Sie ist auch mit den Kindern da immer hier zu dieser Kapelle gegangen. Da, davor ist eine Quelle, da ist so ein Brunnen, der also heilkräftig ist. Ne? Also dieser Baum, der ist durch das Dach gewachsen. Und hier sieht man auch, hier kommt er auch aus dem Dach raus. Also das soll der Heilige Geist sein. In Wirklichkeit ist er schöner. Das sind diese sieben Gaben des Heiligen Geistes. Hier dieser, das ist auch wie so ein Stern, der aufgeht über Bethlehem. Da ist dieses Kind geboren, was so viel Gutes getan hat und so viel bewirkt hat, auch in der Welt. Und dieses Rot ist die Farbe der Liebe. Und weil das Rot auf Gelb gemalt ist, hat man das Gefühl, das ist eben Feuer. Jetzt erfüllt sie den ganzen Raum. Ne? So, das war das Gefühl, eigentlich so ist es so, sie ist einfach da. Ne? So. Und wenn das jetzt weg ist, dann ist das Atelier und auch ich so ein bisschen verwaist. Ne? Das ist jedes Mal so, aber wenn das nicht so wäre, dann wäre es ja auch nicht gut. Ne?